Pimmelberger, geiler Name. Okay, ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Heute haben wir am Vormittag ein bisschen mehr Zeit. Wir kommen gerade von Imola, waren bei den Minardi Days und können erst am Nachmittag hier in Mugello, wo wir jetzt sind, was aufbauen. Also dürfen wir erst ins Fahrerlager rein. Da hatte unser Kamerakind mal die grandiose Idee, zu sagen, wir machen ein Q&A. Bis vor einer Stunde wusste ich noch nicht, was das ist, aber Question and Answers. So, wir haben den Martin dabei, der stellt mir mal ein paar Fragen, was ihr uns da in der letzten Zeit so alles gefragt habt und ich einfach keine Zeit dafür hatte, weil ihr wisst, in der Werkstatt, was dann, ja, ist unser Kamerakind ist auch nicht immer anwesend und ich muss ja noch ein bisschen was Autos bauen und vorbereiten für unsere Events. Das ist ein bisschen was zeitlich begrenzt. So, und somit fängt es mal der Martin an zu sagen, was ihr euch alles so auf dem Herzen liegt. Die erste Frage brennt etlichen von den Fans auf der Seele. Unter anderem jungfräuliche Ukulele oder GSXR, ein Gixxer-Fan. Grüße an die Moped-Fraktion, Max K. und etliche andere auch. Die wollen wissen, habt ihr eine ältere berufliche Verbindung zum Toyota Formel 1 Team oder woher habt ihr dieses Know-how? Dirk. Okay. Ja, ich habe ziemlich lange bei Toyota gearbeitet, 11 Jahre insgesamt, mit dem Le Mans-Projekt damals, mit diesem TS20, habe ich damals angefangen, 98, und wir sind dann übergegangen, die meisten Jungs von uns, in die Formel 1-Projekt, und ich war da in einer der Testteams Nummer 1 Mechaniker. Wir hatten zwei, teilweise sogar drei Testteams, es gab ein Performance-Testteam, da war der Jörg, Nummer 1 Mechaniker. Und dann gab es noch dieses Development-Test-Team, da war ich dann Nummer 1 Mechaniker. Und unser Chef war der Dietmar Michel, das war unser Chef-Mechaniker. Aber halt wie gesagt, Rennen habe ich 3-4 Stück gemacht. Also meistens, wenn Monaco oder sowas nur ansagt, also ganz am Anfang von der Saison. Aber Rennerfahrung in der Formel 1 habe ich jetzt nicht so sehr viel. Ich war einer von denen, was die nur getestet haben. Wie blöd. Aber auch eine geile Zeit. Möchte ich nicht missen. Nicht für alles in der Welt. Echt geil. Geile Leute kennengelernt. Erzähl doch mal, wieso ihr diese Autos jetzt besitzt und wie ihr Ersatzteile, Slicks etc. bekommt. Der Besitz, das war so damals. Der Herr Fuchs, der hatte, wenn ihr euch erinnern könnt, es war ja damals mit diesem Brown GP, wo Honda gekauft hat, und so eine Idee hatte damals, wie diese Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 losging, war das auch schon, ja, intern ist überall rumgegangen, war das auch schon, ja, auch bei Toyota was kriseln würde, generell im ganzen Motorsport, wenn ihr euch erinnert. Und da hatte der Herr Fuchs ja schon einige, also unser Chef, schon einige, ja, mit einigen Bekannten was gemacht und sich bei Toyota getroffen, und da war dann auch schon, wurde schon von Deal gesprochen, das zu übernehmen. Hat aber dann nicht geklappt, und wie es dann Schlag auf Schlag Ende 2009 losging, Anfang 2010, ja, es war, glaube ich, schon 2010, und Toyota gesagt hat, das ist Schluss, wir müssen Leute entlassen und. Da haben sie dem Herrn Fuchs erstmal 3 Autos angeboten, die der Fuchs dann auch gekauft hat, und der Fuchs brauchte natürlich dann dementsprechend auch Personal, die sich darum kümmern. Und dann sind sie auf uns zugekommen, natürlich auch, weil auch genug Leute dann halt auf dem Arbeitsmarkt waren. Viele sind natürlich von unseren ausländischen Freunden nach Italien, England, Frankreich oder sonst wohin zurückgegangen. Aber gut, das war ja dann 2010, war noch, ja, wie gesagt, das haben wir uns dann erstmal angetan und hätten natürlich niemals gedacht, dass dann jetzt nach 11, 12 Jahren, dass sie immer noch da sind und es so gut läuft. Fabian LP fragt, wo kann ich den F1-Wagen kaufen? Gar nicht. Gar nicht. Klare Antwort. Wieder eine technische Frage. Kerstin Flori, super erklärt. Eine Bitte. Könntet ihr die pneumatische Ventilsteuerung zeigen und erläutern? Vielleicht nur ganz kurz, basic, quick and dirty.
ist natürlich ja, zeigen, dafür müsste natürlich den Motor komplett zerlegen und so weiter und so fort. Dazu muss ich sagen, ich habe nie in der Motorenabteilung gearbeitet und da war natürlich auch eine sehr große Geheimhaltung. Wir haben, ich bin ein Junge aus der Werkstatt, wo halt die Autos zusammengebaut haben. Wir bekamen aus unserer Motorenabteilung in Köln die Motoren angeliefert, auch PS-Zahlen. Es wurde nie offiziell gesagt, aber der hat jetzt wieder 10 PS mehr oder wir sind jetzt bei dieser PS-Zahl angekommen. Das war immer so ein Gemunkele in der Firma. Wir hatten ja die Prüfstände und allem drum und dran. Aber gut, das genau erklären. Natürlich könnte ich euch da Jungs hier antanzen lassen oder was. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nur, was die Pneumatik im Fahrzeug betrifft, was bevor es zum Motor geht. Und wir hätten auch gar keinen Motor jetzt zerlegt, wo man es anhand der Teile erklären könnten. Könnte man vielleicht mal in Zukunft machen, aber ist in den nächsten Wochen, Monaten nicht abzusehen, dass wir mal wieder einen Motor zerlegen. Okay, gut. Dann die andere Seite von den Ventilen zum Auspuff. Kusa Style und auch Jonathan Quiroga, die gehen beide auf das Thema Auspuff ein. Kusa Style fragt, aus was für einem Material war der Auspuff? Gibt es dazu mehr Informationen? Finde es sehr interessant, aber bei Google habe ich leider nichts gefunden. Und Jonathan Quiroga schreibt ein Zehner, dass man die glühende Auspuffanlage anfassen kann, nachdem sie geglüht hat. Na gut, also um zu den ersten Fragen zu kommen, der Auspuff beim Formel 1 Auto ist aus Inconel. Inconel, das ist schon ein sehr, sehr teures, hochwertiges Material. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, die Auspuffanlagen so dünn zu bauen. Auch die Auspuffanlagen wurden in Köln in unser Fabrication Department gebaut. Und zum Schluss, frag mich jetzt nicht mehr ganz genau, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches Jahr, das müsste so 2005, 2006 gewesen sein, wurden die auch hydroformt. Das heißt, was ist eine spezielle Anlage mit so einem, mit so einem Pin, kann man sagen, der da durchgeht und da wurde das durchgezogen. Hydroformt Maschinen gibt es auch nicht wie Sand am Meer, aber halt, es wurde da großen Wert drauf gelegt, dass von allen Zylindern der Auspuff, bevor es in den Kollektor geht, dieselbe Länge haben. Und dann dieser Kollektor, auch wenn man diese ganzen Schweißarbeiten von den Jungs sieht, aus der Fabrication Department von damals hieß mir ja noch, also nicht wir, so, damals hieß die Firma ja noch TMG, das ist schon Künstlerarbeit. Also die Jungs, die können schweißen, da also kriege ich jetzt einen Hühnerkombi. So kann ich da, also ist so schön anzugucken, das ist der Hammer. Das ist schon geil. Und so ein Auspuff, die Flansche. Du hast unten am Zylinder, wo die dran geschraubt werden, da sind so kleine Flansche. Und ich weiß, 2002 haben wir angefangen und da hat der Chef von der Fabrication Department mir gesagt, ein so ein Flansch, wo bei jedem Zylinder, weil er hat diese Form schon, in welche Richtung es geht, oben, unten, links, rechts, hat er ein so ein Flansch einen Wert von 10.000 Euro. Das heißt, bei einem 10-Zylinder bist du alleine schon bei diesen Flanschen 100.000 los. Also wir reden hier vom Preis, also die Formel 1 ist komplett verrückt damals gewesen in Preisen, heute mit Sicherheit immer noch. Und dann ist noch nicht die Arbeit von diesem ganzen Rohrbau, das, was die Jungs da alles, unter Glocken mussten die nicht, glaube ich, geschweißt werden. Das ist nur bei Titan war das nötig. Aber auch da natürlich, was bin ich recht Laie, weil wir waren ein Unternehmen von über 1.000 Leuten. Und wir waren halt so quasi die Jungs in der Werkstatt, in der großen Autowerkstatt, sage ich jetzt mal, also Formel 1 Autowerkstatt, wo dann quasi alle Bauteile bekamen und dann halt quasi aus all diesen Komponenten unser Auto gebaut haben. So, wenn dann ein Problem war vor Ort, vom Motor, vom Getriebe, von der Hydraulik, von der Elektrik, was auch immer, waren immer Spezialisten aus diesen Abteilungen mit bei uns an der Strecke oder auch in der Werkstatt und so weiter. Also es wurde dann alles zusammengeführt. Ich bin kein Experte von Hydraulik. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir heutzutage an unseren Schätzen ein Hydraulikproblem haben, habe ich immer noch gute Kontakte und gute Freunde, die mich da auf jeden Fall informieren, also aufklären können und sagen, nee Dirk, das war so und so damals. Die haben ja auch eine gute Erinnerung noch an damals, weil war ja für uns alle eine tolle Zeit. Manuel Fischer fragt, der komplexere Aufbau der Dichtung von der Kurbelwelle ist dem Öldruck geschuldet, oder? Wie hoch ist der Öldruck? Das ist eine gute Frage. Der Öldruck, ich weiß nur, dass unsere Kühler an den Fahrzeugen
mit 9 bis 10 Bar abgedrückt wurden. Aber ich denke, der Öldruck am Fahrzeug war nicht so hoch. Müsste ich wirklich auf den Datenbank alles also nachfragen bei den Ingenieuren. Wo der ich denke mal, ähnlich wie am Serienauto, 6 Bar, sowas in der Richtung, Motoröldruck, sowas in der Art, vermute ich mal, will ich aber auch keinen Blödsinn erzählen. Müsste ich nachfragen. Okay, der Name ist ein bisschen schwierig. Official Gymkhanashokoitl. Das mit der Brille geht trotzdem, das hilft nichts. Der Name ist einfach so komplex. Okay, ich probiere es nochmal. Official Gymkhanashokitl. Okay, also Official will wissen, ein Traum das ganze Carbon und die hochwertigen Werkstoffe. Eine Frage, ein F1-Fahrzeug aus 2002, wo wird das heute noch eingesetzt zum Fahren? Also unsere Autos werden nur bei Show-Events eigentlich in der Regel eingesetzt. Außer wir werden nach Goodwood eingeladen oder wie jetzt diese Woche, wo wir bei den Minardi Days in Imola waren. Aber viele fragen natürlich auch was, ob wir vermieten oder verleihen oder sonst was oder verkaufen. Das ist eigentlich, unser Chef fährt die Autos und er fährt sie gemütlich, er hat da Spaß dran, er ist kein Hamilton oder Verstappen oder sowas und da sind wir auch alle happy und Autos werden natürlich auch dementsprechend, können dann noch länger gefahren werden, als wie in der Vergangenheit, wo nach 400 Kilometer das Mäuschen komplett zerlegt werden musste und alles wieder gecheckt werden musste. Also ja, da gibt es auch etliche Fragen zur Haltbarkeit von den Motoren und ob die gedrosselt wurden und so weiter, komme ich später noch drauf. Ja, also wie gesagt, das ein 2002er Auto wird natürlich kontrolliert. Ich weiß nicht, wie gut ihr die 2002er Autos kennt. Unsere 2002er Autos waren noch komplett mit Stahlsuspension, also die Querlenker und so, das war alles noch aus Stahl. Dadurch sind sie natürlich nicht so intensiv, ja, ich sag mal ein bisschen was grober. Und kann man andere mal drüber erzählen, über den 2002er Auto. Das ist was Eigenes. Johannes Huber fragt. Der Huber Hannes. Ja, grüß dich. Servus. Servus. Hallo, in einem früheren Video wurde mal erwähnt, dass eine Druckflasche am Motor angeschlossen ist, um zu vermeiden, dass die Ventile in den Brennraum fallen, wenn der Motor längere Zeit nicht in Betrieb ist. So eine Druckflasche konnte ich bei den hier angelieferten Motoren nicht sehen. Wie werden die Ventile in Position gehalten? Durch Luftdruck natürlich, klar. Werden die auch nur in Position gehalten. Diese ganze Geschichte mit der Druckflasche ist so entstanden. Ist eine längere Geschichte, mach die jetzt mal ganz kurz. Und zwar, wenn du von der Motorenabteilung bei Toyota Motorsport zur Werkstatt fährst, fährst du durch einen kleinen Showroom und dieser Showroom wurde mit Pflastersteinen ausgelegt, komplett. Das heißt, egal welchen Trolley du gefahren hast und so weiter und so fort, über diese Pflastersteine, das ist natürlich ganz, ganz, ganz böses Gift, wenn du da so einen Motor auf so einem kleinen Trolley hast mit ungefederten Rädern und so weiter und so fort und das Ding da am Flattern war wie Sau, ne? Also die Motoren werden natürlich nicht nur vom Luftdruck, also wenn da wirklich null Luftdruck auf dem Motor drauf ist, aber werden die immer noch von diesen Dichtlippen gehalten, die da quasi wie im Straßenauto, sag ich mal, kannst du ähnlich vergleichen, sag ich jetzt mal, wie diese Ventilschaftdichtung. Du sagst es, Ventilschaftdichtung. Frag genau. Doch mich. Ich kenne mich nicht aus, aber ich rede halt gescheit daher. Ja, so, lieber Bub, ja, du bist ja so gescheit. Nee, auf jeden Fall, aber so kannst du es ungefähr vergleichen. Und natürlich hatte die Motorenabteilung, oder alle hatten natürlich dann Bammel, wenn du über diese blöden Pflastersteine so ein Motörchen schiebst, halt, ne? Und dann da Klingelingeling macht und die Ventile dann vielleicht runterrutschen könnten. Diese Transportflasche ist dasselbe, weil die Autos, die wurden ja überall hin verflogen. Da weiß man ja auch nicht, was da so genau, was sie für Schläge bekommen etc. Obwohl die dann in Holzkisten verpackt waren und waren auf speziellen Transportreifen, die sehr, sehr weich sind und. Also ich habe es nie erlebt, dass ein Ventil mal in den Brennraum reingerutscht ist. Also spricht vielleicht auch für die gute Qualität. Ich denke mal schon. Aber es war einfach so eine Safety-Sache, die wir eingehalten haben meistens. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt da in der heutigen Zeit so einen frisch gemachten Motor bekommen, wie für den A22, ich denke mal, den Clip meint ihr,
dann, und es ist keine Flasche drauf, aber bei uns in der Firma ist überall tipptopp glatter Boden und ja, da wurde es halt nicht gemacht. Da war sogar eine Frage zum Boden, das müsste ich jetzt raussuchen, was der für eine Oberfläche hat. Eine glatte. Ja, das Material, eine graue Fläche, genau. Ja, Kohlefaser natürlich, ne? Kohlefaser, der Unterboden. Boden. Der Unterboden. Nein, der Boden auf, in eurer Werkstatt. Ach so, jetzt habe ich es erwartet. Ja, das ist so ein ganz normaler Werkstattlack. Ja, den haben wir damals komplett von so einer Firma hochwertig versiegeln lassen. Also erst streichen lassen, aber frage ich nicht nach Material oder sonst was. Da gibt es auch etliche Zuschriften, die die ganze Werkstatt eigentlich eins zu eins zu sich selber kopiert haben wollten. Ich hätte auch gerne eine zu Hause. So. Doch, ja, doch. Also ich glaube, da, da lässt sich manche OP drin machen. Manchmal schon. Ja, wir haben ja auch immer dementsprechend viele Putzdamen, die alles schön sauber halten. Also, Christian Geers fragt, klasse, mal eine Frage, habt ihr auch Zugriff auf den TF110? Um den ranken sich ja viele Gerüchte. Ich war zufällig wirklich einer, der mit diesem TF110 damals mitgearbeitet dran hat. Das war ja damals diese Geschichte mit diesem Stefan Grand Prix, nachdem wir dann, und da war, wurde dann nochmal so eine Grippe gemacht, oder was, die... wo es hieß, dieser Stefan Grand Prix, würde das alles kaufen, würde das dann für die 2010er Saison alles machen. Und wir haben auch zwei Autos gebaut, wobei das eine Auto, ist eine nicht so schöne Geschichte von unserem ehemaligen Präsidenten, kennen auch viele Leute schon, müssen wir nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, ich kenne das Auto, wir haben den gebaut, der wäre auch bestimmt mega gewesen, gerade zu dieser Zeit, aber... Es gab halt überhaupt gar keine Ersatzteile, es wurde alles nur zweifach, dreifach. Also wäre eine Hölle gewesen, da so ein Auto für die Saison 2010 einzusetzen. Aber das Auto steht ja, beide Autos stehen ja in Köln noch und wer weiß, vielleicht kommt da noch mal ein Video. Okay, also eine neue Frage. Okay. Und eine Frage, die wirklich viele brennend interessiert, unter anderem Pimmelberger. Berger, Pimmelberger. Ah, die Pimmelberger. Pimmelberger, okay. Sorry. Also nochmal. Pimmelberger, geiler Name. Okay, also eine Frage, die viele interessiert. Unter anderem Pimmelberger. Burger. Kuschelkeks, Alberto Portillo. Ein Idiot in einer Racing Car. Welches Öl fährt ein F1-Motor, vor allem ein V10, der 18.000 bis 19.000 Umdrehungen dreht? Okay, natürlich zu der aktuellen Toyota-Zeit sind wir, das war ja auch bei uns ein Sponsor, sind wir ja Esso gefahren, Esso-Öle, alle Arten. Und wir hatten da extra die Experten vor Ort, die haben auch immer diese Ölanalysen gemacht, egal Motor, Getriebe, Hydraulik. Und das war natürlich vom Allerfeinsten alles so. Wie das dann damals bei Toyota zu Ende ging und dieser Stefan Grand Prix mit diesem TF110, das alles ein Gerücht war, wurden dann noch auf dem Prüfstand verschiedene Öle ausprobiert. Also in Köln. Und unter anderem haben die damals die Jungs festgelegt vom Prüfstand, dass das Mobil One 5W30, dass das eigentlich auf jeden Fall, ja, gute Eigenschaften hat und so weiter und so fort und benutzt werden darf, um den Motor dann für die 2010er Saison fahren zu können, was jetzt natürlich nicht passiert ist. So, das Gute ist, sie hatten schon das Öl aus Amerika besorgt. Ich glaube, wie wir das letzte Mal nachgeguckt haben, in Europa bekommst du es nicht. Und wir haben dann noch ein 200-Liter-Fass von Toyota bekommen und später nochmal 60-Liter-Fass. Also sind da gut abgedeckt. Was die Hydraulik betrifft, ist immer noch dieses spezielle Esso-Öl, was wir benutzen. Was damals auch genutzt ist, aber da haben wir auch damals beim letzten Kauf nochmal, ich glaube, 40 Liter bekommen von Toyota. Was wir noch da im Lager hatten, wo sie aufgeräumt hatten, was natürlich auch nicht altert. Dann Getriebeöl, das wurde auch, war auch dieses Esso-Öl, was auch nicht mehr dran zu kommen ist. Und da wurde dann auch auf dem Prüfstand eine ähnliche Story wie auch mit dem Motor festgelegt, dass Neo-Getriebeöl aus Amerika ist auch ein sehr guter
Getriebeölhersteller was, dass wir das nutzen dürfen. Und das fahren wir auch und haben also in unserer Zeit jetzt hier, wo wir das mit diesen Events machen, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Bremsflüssigkeit bekommen wir genau dieselbe, die ist von Brembo. Frag mich jetzt CF, oh, müsste ich nachgucken, heißt die irgendwie. Und die konntest du ganz normal, kannst du die im öffentlichen Markt kaufen. Und die ist die 1:1, diese Bremsflüssigkeit, wo auch damals genutzt wurde. Weil die Bremsanlage ist ja auch von Brembo in dem Auto. Okay, danke. Tommy Rett schreibt, sehr interessant mit der Elektronik. Könnt ihr vielleicht mal auf das Fahrwerk eingehen? Wieso eingeben? Eingehen? Bezüglich der Umlenkung und Steifigkeit. Tja. Ja. Gut, das war natürlich auch eine Abteilung in Köln. Das hieß dann R&D, Research and Development. Und da wurden gerade später, zu späteren Zeit, mit den Fahrwerken aus Kohlefaser etc., wurden so Simulatoren gebaut, wo Temperatur durch so riesen Heizkanonen, da wurden so Plastiktüten gebaut, da wurden Fahrwerkecke an so einen Frame dran montiert, wurde das simuliert und da wurden auch Zylinder montiert an die Radträger und die Kräfte aufgegeben und so weiter und so fort. Aber gut, was... wie viel Kräfte, wie viel Newton und so weiter, das weiß ich nicht. Ne, aber halt wie gesagt, wenn wir heute ein Auto restaurieren, die meisten, die wir jetzt noch haben, die sind ja mit diesem Kohlefaser-Suspension, also Wishbones, zumindest Pushrod und Toe Rods und so weiter und so fort. Und diese Teile geben wir alle zum, nicht zur Rissprüfung, wir geben sie zu einer Firma im Norddeutschen, die haben einen CT, Computertomograph, und da werden die dann so gesehen durchleuchtet oder ich weiß nicht, wie das genau gemacht wird da. Ja. Aber weiß nicht, wenn der Junge natürlich irgendwie wissen will, wie das mit dieser Rocker und Umlenkung und so weiter, dann können wir demnächst mal mit unserem Kamerakind auch da mal ein bisschen was mehr in das Chassis reinhalten oder über die Hinterachse entlang gehen oder was. Das ist halt eine große Evolution bei solchen Autos. Ob du jetzt ein 2002er Auto nimmst oder ein 2008er. Ja. Und ja, ist aber bestimmt auch interessant. Können wir mit Sicherheit auch mal filmmäßig drauf eingehen. Okay, ja gut, da gab es auch wieder mehrere Fragen dazu. Also das hast du jetzt ja schon in der Breite abgedeckt. Super. Okay. Hans Kranz, wie klein ist die Kupplung bitte? Wie kann man 900 PS rutschfrei über solch winzige Scheiben bringen? Ja, so ein kleiner Kupplung. Gut, ich kann es zeigen, aber es gab damals zwei verschiedene Größen. Wir hatten die Kupplung von Sachs und von AP Racing gekauft. Und meines Wissens nach war der Preis für eine neue Kupplung um die 34.000 Euro. So, und können das gerne zu Hause, kann ich das gerne zeigen. So eine Kupplung ist nicht größer wie, was sind das? 10 cm? Ja, schon ein bisschen was mehr. 12? Ja, 13, 14 cm. Aber wie gesagt, müsste ich nachmessen. Ist auch eine Sache gewesen, die in der Motorenabteilung da halt hauptsächlich gehandhabt wurden. Auch danach, sind ja Kohlefaserkupplungen, die werden ja dann nach jedem Event komplett zerlegt, gereinigt, neu gemessen und dann hast du die Möglichkeit, die auch zu schimmen. Also das heißt, wenn du einen Verschleiß hast von einem Zehntel, du hast dann Sollmaß an der Seite stehen, ist halt wie mit Bremsscheiben und Bremsklötze aus. Das wird ja immer zerlegt, gereinigt, dann wird das ausgemessen, wird alles dokumentiert. Und da sind wir jetzt auch an einem Limit. Bei unserem Achter zum Beispiel, wenn's die Bremsscheibendicke und die Bremsklötze, wenn die jetzt zum Beispiel mal so diese 16, 17 mm Dicke erreichen, dann wird es Zeit, dann auch die zu, je nach Bremssattel natürlich, zu wechseln. Ansonsten würden irgendwann mal die Bremskolben halt rausfallen. Ne? Das ist natürlich da, ja, fatal wäre sowas. Wäre jetzt auch ein bisschen blöd dann auf der Strecke. Das ist ja, so schlagartig schlechteren Bremsdruck. Ne? Also, das macht dann Spaß unterwegs. Nicht wirklich. Okay, ja, da passt auch die nächste Frage. Martin fragt, gibt es für diese Fahrzeuge noch Teile? Wie hält man die am Leben?
Gut, manchmal gibt es halt ähnliche Fragen, aber so allgemein. Also wie gesagt, Teile bei dem Meister. Warte, da kommt noch ein bisschen was. Dachte, dass solche Fahrzeuge aus vielen Sonderanfertigungen bestehen. Ja, Sonderanfertigung. Ja, einfach. Das, also ich kann euch jetzt nicht sagen, aus wie vielen Bauteilen so eine kleine Maus besteht. Aber ich sag mal, Schrauben aus dem Wirtregal, wo wir natürlich auch verbauen, wie so kleine Senkkopfschrauben, kleine Linsenkopfschrauben, M4, M5, M6, das sind schon Schrauben, aber wo wir zum Beispiel brauchen für einen Sicherheitsgurt, dann wird es schon groß, also das für so einen kleinen Formel-1-Wagen halt. Ne? Das macht vielleicht 5, 6, 7% aus. Alles anders ist für so ein Auto mit der richtigen DYX-Nummer, das waren die Nummern, die für jedes Auto, jeder Formel-1-Auto bei Toyota hatte, dann also alle Bauteile beim Formel-1-Toyota fangen mit DYX an. Und in der Regel, anfangs waren wir mal ein bisschen manchmal schlampig, sind auch alle Teile, Stehbolzen oder Schräubchen oder größere Bauteile, Kohlefaserteile, Felgen, sind alle mit dieser DYX-Nummer graviert, gelasert oder geätzt oder foliert oder wie auch immer. So. Und das Gute ist sowas, auch baujahrabhängig. Ich sag jetzt mal, der 2002er Auto ist ein DYX-C. Und dann geht das immer alphabetisch so hoch. Daher habe ich auch ein bisschen was den Überblick, um wissen zu können, was okay, von welchem Baujahr, und mache da so meine Lagerei. Die ganzen Ersatzteile, wir haben damals die ersten Schwung, haben wir, weiß es nicht mehr genau, was, 7 Tonnen Ersatzteile mit dabei bekommen von Toyota, wie wir die Autos gekauft haben. Später haben wir noch 2, 3 Mal nachgekauft, wo auch wieder viele Ersatzteile in Schränken, neu, gut gebraucht. Waren natürlich auch Sachen dabei, was die kaputt waren, aber das ist ja nicht schlimm, was, das kann man ja dann veräußern oder wegschmeißen, wenn es stört oder sonst was. Und es ist vieles vorhanden, was nicht vorhanden ist. Und wir haben Glück und wir haben es vielleicht doch schon an einem anderen Auto verbaut. Haben wir die Möglichkeit dort, dass bei guten Firmen, womit wir zusammenarbeiten, was 3D nachproduzieren zu lassen. CNC, Fräsen, Drehen. Jungs, die anhand von einem Muster uns dann Sachen reproduzieren. Zeichnungen haben wir auch sehr, sehr viele. Und wie gesagt, dadurch haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis zu oben nach bei TMG haben oder was, ist es dann auch, wie ich letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, wie es um die Hydraulikleitung ging. Weiß ich nicht, ob das im Video schon gibt. Das weiß unser Kamerakind. Nein, gibt's nicht. Also vergesst, was ich gesagt habe. Und als Beispiel die Firma Artec hat für uns alle Hydraulikleitungen und so weiter gemacht. Ganz liebe Leute. Und ganz am Anfang habe ich in Köln angerufen bei der richtigen Dame, die da für uns zuständig ist. Die hat gesagt, alles klar, hat zur Firma Artec eine E-Mail geschrieben. Die Firma Fuchs, FNT, Team FNT, hat die Freigabe, Originalzeichnungen, Teile nachproduzieren zu lassen. Ja, das ist natürlich ein Träumchen. Das sind die Leute, wir kennen die auch teilweise auch von früher. Und die freuen sich auch, dass es halt die kleinen Toyotas, dass es die noch gibt, wie viele andere auch. Und uns auch dann halt, ja, sich freuen, dann mit uns in Kontakt zu gehen und uns irgendwie zu helfen. Kurz und knackige Frage von Thomas Steinke. Besitzt ihr eigentlich auch einen TF109? Nee. Kann ich auch drauf eingehen, aber geht okay, drauf ein. Kamerakind sagte, ich nick mit dem Kopf. Okay. TF109 gab es nur ganz wenige Autos. Ich glaube, ich bin mit 3 oder 4 Stück und einen Hybrid davon. So, den ist meines Wissens, dann steht der in Holland in einem Museum. Und ja, gut, das. Und der TF109 war auch das einzige Auto, was mit Biofuel gefahren ist. So, das heißt, er hat andere Einspritzdüsen, die man sonst halt. Ja, und ich persönlich fand das Ding hässlich. Vorne der breit. Draußen, der hat auch gehupt, ja, also ja. Der fand's auch. Vorne breit, hinten schmal, keine seitlichen Verkleidungen dran, dann schmale Reifen, das war das erste Auto mit Slicks wieder nach langer Zeit. Nee, also mir hat er nicht gefallen und uns wurde auch keiner angeboten, weil halt so wenig gebaut wurden. Und ich meine, also ich weiß auf jeden Fall, einer ist mindestens in Japan, weil wir haben mindestens immer ein Auto jedes Jahr nach Japan geschickt.
Einer ist mit Sicherheit im Kölner Museum, wenn nicht sogar zwei. Und der eine Hybrid, der eigentlich nur mal, glaube ich, eine Installationsrunde in Jerez gemacht wurde. Und dann haben wir ihn weggestellt, weil das doch nicht so das Wahre war. Der muss in Holland in einem Museum stehen. Müsste er stehen. Der ist auch nicht als Rennauto zu benutzen, weil der hat nur halbe Tankgröße. Untenrum sind die Batterien eingelagert und ja. Komm, Helmut Schmidt. Okay, das war es. Wiggy jetzt. Hilf 1 und 9 vorbei. Okay, Hauke H2 fragt, wieso wird der Motor mit erhöhter Drehzahl ausgeschaltet? Das ist ursprünglich, weil das ist ja ein Trockensumpfauto. Ursprünglich ist das dadurch was, um das Öllevel dann beim Abschalten zu sehen. Sobald der Motor aus ist, du hast bei den neueren Autos, also früher bist du mit so einem Dipstick, also Ölmessstab, wie es auch ein Straßenauto hast, in den Öltank rein, um dann Öllevel zu messen. Aber auch die Autos ab 2004, 2005, schätze ich jetzt mal so, die haben auch einen Öllevel-Sensor. Aber dann hat halt der Ingenieur gesehen an den Daten, wie der Ölstand ist, ob nachgefüllt werden muss oder nicht. Das macht man dann, haben wir auch früher so gemacht bei den Tourenwagen. Das machst du dann, wenn der Motor nicht läuft. Machst du ja auch beim normalen Auto auch so. Okay, kurz und knackig. Nächste Frage, E30 M3 AT. Geil. E30, ja, geil, M3. M3, geil, sicher. Er sagt aber blöde Frage, aber es gibt keine blöden Fragen. Bloß die Antworten dann, und die sind eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Obwohl, ich will die jetzt nicht so loben. Aber okay. Also, warum krabbeln die Formel- und Rallye-Jungs immer am Boden rum, statt auf der Bühne zu entwickeln, mit der man ein Auto heben kann? Ja gut, die meiste Zeit bist du ja mit so einem Auto, wenn es im aktuellen Einsatz ist, bist du ja auch an der Strecke. Und so ein Rallye-Auto... weiß ich jetzt nicht, da habe ich keine Erfahrung, aber ein Formelauto ist natürlich ohne Radkästen und ohne Kotflügel so, ist eigentlich für uns Mechaniker ein Träumchen gewesen, daran zu arbeiten. Du hast deinen kleinen Hocker, das Auto war auf 60 cm Höhe und ja, und es geht schnell, du hast zwei Kamozis und du musst wirklich schnell sein, du kannst ja da nicht mit irgendeinem schweren, es sind ja auch 600 Kilo, die angehoben werden, da kannst du ja nicht mit irgendeiner Bühne ankommen. Und gerade wenn du dann auch noch Überseerennen hast, Da kostet ja jedes Kilogramm Fracht richtig Geld. Da kannst du nicht mit Equipment anreisen, was 800 Kilo wiegt oder so, sage ich mal. Das ist mit Sicherheit. Und was bringt uns das? Und es bringt ja auch gar nichts, was, wenn du ein Formelauto hast oder was, und du stehst da drunter. Wofür? Das ist es. Aber beim E30, M3, am besten noch ein 92er DTM-Auto. Da würde ich mir eine schöne Hebebühne kaufen, auf jeden Fall. MG Firewater oder MG Firewater. Warum hat dieser TF103 das Senna S auf der Airbox? Im Netz finde ich keine Bilder von einem TF103, der außer Esso und Toyota weitere Airbox-Aufkleber hatte. Hat er gut beobachtet, und zwar haben wir bei diesem einen einzigen Auto dieses Senna S damals drauf gemacht, wie wir letztes Jahr das erste Mal in Imola waren und unser Chef ein Senna-Fan ist, so ein bisschen was als... ja, als Respekt dem Senna gegenüber, weil er da unbedingt auch mal gerne fahren wollte. Das war auch das erste Mal, dass wir in Imola waren. Ich könnte ihn wieder abmachen, aber ich lasse ihn jetzt drauf. Okay, dann haben wir zum Thema Aufkleber noch eine richtig, ich muss sagen, das ist eine Frage. Martina Friedl. Oh, und Martina. Ja, bei der Haarpracht ist klar, warum da Vella-Werbung drauf ist. Ja, gut. Ja, gut zu wissen, aber Martina, da kann ich dir sagen, so Kommentare habe ich schon 2002 und 2003 anhören müssen, weil ich immer Haare länger trage. Okay, GCB-Free 58. Okay. Gibt es die Möglichkeit, euch auch mal zu besuchen? Ich habe nämlich von 2004 bis 2008 bei UBC gearbeitet, wo sehr viel von euren Toyotas gebaut wurde. Ich war dort als CNC-Programmierer und habe an den Teilen für den TF104 bis TT109 oder vielleicht auch TF109 gearbeitet. Wir haben damals leider nie die Gelegenheit gehabt, ein komplettes Auto aus der Nähe zu sehen. Tatsächlich machen wir ab und zu für Freunde vom Chef kleinere Führungen, aber
müsste man mal nachfragen, ob da eine Möglichkeit besteht oder was. Und dann am besten natürlich auch, wenn direkt ein paar Jungs mehr da Interesse dran hätten, dass wir da mal was organisieren. Können wir mal drüber nachdenken. Aber in der Regel ist das eigentlich alles sehr privat. Schwarze Negro. How much did the engine cost and how to get one? Wenn ihr ab und zu mal bei Racing Cars Direct reinschaut, da sieht man ab und an mal einen Motor zum Verkauf. Ich glaube, kürzlich waren 2009er Motor zum Verkauf. Die Preise, die wir natürlich bei Toyota bekommen, die sind natürlich ganz, ganz anders. Aber ich weiß nicht, was sowas auf dem offiziellen Markt gehandelt wird, aber mit Sicherheit ist das schon viel Geld. Aber Toyota-Motoren von uns sind unverkäuflich, weil wir sind für jeden Motor dankbar, den wir haben. M-King fragt, mit wie viel Leistung werden die Motoren gefahren? Sprich gedrosselt? Oder Leistung jetzt. Weiß ich nicht, aber wir sind runtergegangen auf 16.000, 16.500 Umdrehungen. Dadurch muss man natürlich auch die Getriebe anders übersetzen. Weil sonst kommt er ja zu früh in den Limiter und das ist auch nicht gut. Also es geht jetzt eher darum, die Sachen zu erhalten, als auf Spitzenleistung zu gehen. Ja, wir drehen nicht mehr so einen 8-Zylinder auf 20.000 oder 19.000. Thomas verlinkt, schreibt, woher und wie gesichert sind die Reifen? Geht auch auf die Ersatzteile ein, aber ich denke Reifen. Also Reifen haben wir anfangs mit Avon gekauft. Das ist kein Problem gewesen damals. Später haben wir die Michelin-Reifen genutzt von einer französischen Formel-Renault-Meisterschaft, die ähnlich von der Größe her sind, hinten baugleich. Vorne sind sie im Durchmesser etwas kleiner. Da muss man halt die Fahrzeughöhe dementsprechend anpassen. Die gibt es leider jetzt auch nicht mehr und werden jetzt die nächsten Autos oder die nächsten Reifen dann wieder bei der Firma Avon, bei der Firma Knüttel im Odenwald kaufen, wobei es momentan da auch durch die momentane Situation ziemliche Lieferschwierigkeiten gibt. Dominik Krapitz fragt, ein anderes Auto jetzt, hat der Jordan noch den originalen Honda-Motor? Ja, der Jordan hat den originalen Honda-Motor, der wurde revidiert, allem drum und dran, Kühler, alles ist gleich. Das Einzige, was wir nicht bekommen haben, von Honda in dem Fall, ist die Elektronik. Und wir haben da einen eigenen Kabelbaum gemacht und haben dann quasi die Magneti Marelli Elektronik verbaut, wie sie an den ersten Toyota Formel 1 Autos verbaut wurde. Aber er läuft und hat einen originalen Honda Motor und ein originales Magnesiumgetriebe von Jordan und so weiter und so fort. Cool. Er fragt weiter, und wie kommt es, dass ihr so viele Arrows habt? Weil der Chef die mag. Und damals war es, damals, bevor wir die Toyota bekommen haben, also auch bevor ich zu der Firma Fuchs kam oder Team FNT kam, war einfach ja, so Arrows so eine Sache, die man halt kaufen konnte. Auf dem englischen Markt halt. Ne? Und das war auch was, ich glaube, einer hatte da auch gefragt, wir haben ja einen Arrows mit Mugen. Das wäre die nächste Frage gewesen, genau. Okay, also es ist krummhorniger. Wie? Krummhorniger. Okay, keiner Name. Ja, so die Namen, aber okay, jeder wie er mag. Das passt schon. Müsste der Alboreto Suzuki Footwork nicht eigentlich einen Mugen Honda oder Mugen Honda drin haben, Mugen, statt einem Cosworth? Ja, der ist original mit einem Mugen Honda Motor. Auch da natürlich, weil die Sachen aus Japan kommen. In der Formel 1 war das so. Ne? Also es, ja, es war ja auch mit dem Honda Jordan. Wir hatten ja damals, wie wir den aufgebaut haben, haben ja einige Leute durch Bekannte und so weiter sofort aus England hier einfliegen lassen. Und hatten da mehrere Meetings gemacht und so weiter und so fort, wie wir das Auto entlaufen bekommen. Und die Jungs, jetzt drifte ich ab, vom Mugen Honda auf den Jordan zwar, aber oh gut. Und die Jungs was haben, wie gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Honda und Jordan war eine Katastrophe. Und mit dem Arrows, mit dem Mugen-Motor, das Auto hat der Chef gekauft aus England und die haben den dann schon vorher, also fertig verkauft, mit einem Cossi-Motor, 3,5 Liter V8, mit so kleinen Adapterplatten hinten drin und so weiter, was nicht original ist, aber gut, wird halt so gemacht. Aber wie gesagt, alles Sachen vor meiner Zeit. Okay. Nochmal was zum anderen Auto. Lukas Kahne fragt, oder Blue Racer,
Der Arrows, der Orangene, ist immer noch mein Favorit. Waren die F1 Autos, die manchmal auf der Motorshow in Essen standen, eigentlich eure? Müsste vor meiner Zeit gewesen sein. Also solange ich in der Firma bin, hat man nie ein Auto in Essen stehen. Aber es gab da auch von diesem Schwarz-Orangen, das ist ja der A22, von dem Auto mindestens 7 Autos. Wo auch einige noch, wie ihr durch einen Clip von Bernd wisst, halt, ja, noch einige andere auch auf der Strecke unterwegs sind. So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was aufklären, was unsere Formel 1 Autos betrifft. Und wie gesagt, alles konnte ich jetzt natürlich nicht beantworten. Und war auch jetzt das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben, so ein Q&A. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gefallen und war was informativ für euch. Ansonsten, tut mir leid, diesmal sind keine Autos dabei, aber lasst uns überraschen. Und bleibt schön am Ball. Freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.